lernt wie Erwachsenen. Jedes Kind hat was, was es richtig doll gut kann. Und das müssen wir alles einfach nur entdecken. Und wenn wir das entdeckt haben, oder wenn ihr das entdeckt habt, dann müssen wir dem folgen, oder? Jeder hat sein Steckenpferd, wa? Und somit Finale, meine Lieben, und tschüss bis zum nächsten Jahr in diesem wundervollen Zirkuscamp im Klosterkirche. Jeder hat was Tolles, was er richtig super kann. Und aus dem kleinsten Hosenbatsch kommt mal ein großer Mann. Jedes Mädchen, jeder Junge braucht sein Steckenpferd. Finde es und geh die Nacht, dann mach dir nichts verkehrt. Jeder hat was Tolles, was er richtig super kann. Und aus dem kleinsten Hosenbatsch und Marie schreibt ein Gedicht. Matze kann gut rennen, aber singen liegt ihm nicht. Sascha spricht drei Sprachen und Kalin läuft auf dem Eis. Franka schwimmt wie ein Delfin, Ludwig kocht gern Reis. Anna kann toll reiten und kennt sich mit Tieren aus. Sarah mal dir ein Zwölfix, den schönsten Blumenstrauß. Hannes spielt schon heute wie ein Junge und Klavier. Dafür mag er Mathe nicht, kriegt auch mal eine 4. Oh. Jedes Mädchen, jeder Junge braucht sein Steckenpferd. Finde es und geh die Nacht, mach dir nichts verkehrt. Jeder hat was Tolles, was er richtig super kann. Und aus dem kleinsten Hosenmatz wird mal ein großer Mann. Jedes Mädchen, jeder Junge braucht sein Steckenpferd. Finde es und geh die Nacht, dann macht dir nichts verkehrt. Jeder hat was Tolles, was er richtig super kann. Und aus dem kleinsten Hosenmatz wird mal zaubern, Oskar kann auf Händen gehen. Chiara kann gut schauspielern und will bald Filme drehen. Lorna singt im Musical, Felix ist ein Clown. Philipp ist ein Schachgenie, Max kann Drachen bauen. Heinrich wird ein Medikus, das wünscht er sich so sehr. Maja sammelt Muscheln und weiß vieles übers Meer. Theo hat ein Fernrohr und er kennt so manche Stern. Fragt ihr mich, was ich gut kann? No? Ich tanze mal.